So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ton, Bild sollte da sein. Und heute wird es auch gar keine lange Sendung, denn die Setups, ja, laufen viele in die richtige Richtung. Und nur ab 20 Uhr ist ja heute dann wieder die FED-Sitzung angesagt. Und ja, die treuen Zuseher wissen das eigentlich davor eher. Man die Setups, die laufen, eben eng absichern soll oder rausgehen soll, aber nicht groß neue eröffnen soll. Zu riskant sind dort überhaupt auch in den Währungspaaren dann die Moves, also zu unübersichtlich und zu, ja. Deshalb werfen wir sofort einen Blick auf den DAX mit den starken Zahlen eben vom mit App von Apple im Rücken, sollte hier der DAX jetzt die Chance haben, definitiv die Widerstandslinie, die auf Wochensicht hier auf 10.380 ausgemacht worden ist, erreichen oder ja im Extremfall noch vor der FED-Sitzung ja Richtung, wenn man jetzt hier diese Kerze nimmt, wird der Höchstkurs ja an der 10.482 etwa liegen, dann wird er die Linie genau touchieren. Und ja, die liegt dann hier etwas höher, als ich hier in diesem Chartbild die Linie eingezeichnet habe. Also dürfte eher die Marke relevant sein, eben 10.480. Aber ich lasse jetzt erstmal die alte Linie jetzt drin. Die habe ich dann nachher wieder gespeichert. Ich glaube, die lag. Ja. Also die ganze Woche, auch weil die DAX-Setups veröffentlicht worden sind, eher bullish. Hier fehlt zwar die Dynamik, aber jedes Mal immer wieder schöne, ja, hier ein Rücklauf an diese ehemalige Widerstandszone, die natürlich dann eine Unterstützungszone dann war. Und das ist jetzt hier auch immer noch eine wichtige Marke, beziehungsweise die hat sich eigentlich jetzt hier auf das letzte Tief nach oben verfrachtet, also alles über 10.150 oder jetzt auch hier 144 Punkten ist bullish und wie gesagt, der Blick richtet sich heute vor der FED-Sitzung definitiv noch nach oben. Und wenn jetzt der DAX ja die Woche noch über 4.000 nicht 4.000, 10.480 ansteigen sollte, dann wäre das hier womöglich auch sogar ein Kaufsignal auf Wochensicht. Aber bislang haben wir ja nur den Mittwoch erstmal. Also hier ist noch für mittelfristige Positionen noch zu früh. Kurz auf Brent. Hier waren andere Bedingungen noch notwendig, deswegen Grau hat jetzt hier nichts gemacht. Hier kämpft er jetzt um die Marke. Gestern sah es erstmal noch schön aus, also für antizyklische Trades im Moment zu früh. Ja, wenn man jetzt hier im 4-Stunden-Chart die Muster anschaut, ist immer wieder an der Oberkante abgeprallt. Also das ist ein bärisches Zeichen oder dass die Bären hier das Sagen halt haben. Zu Volkswagen sieht ja hier gut aus. Vorbörslich kann ich kurz, ne, kann ich jetzt nicht schauen, da wird die Verbindung wieder etwas abknicken. Dürfte hier jetzt Richtung Gap-Unterkante schon Kurse haben, beziehungsweise hier ist 127. Dann muss man schauen, ob sich das nach oben dann fortsetzt. Aber wie gesagt, mit dem DAX im Rücken und mit den auch den Zahlen sollte hier erstmal die Oberseite gespielt werden. Die Heidelberg Zement Aktie ist noch hier eingeklemmt. Da wäre es jetzt sinnvoll, weil der DAX ja, wenn er jetzt noch hier 100 Punkte macht, dann doch irgendwann mal in eine Konsolidierungsphase eintritt, den Stopp schon nach oben versetzen. Aber solange eben im DAX kein Verkaufssignal da ist, kann der Stopp noch da unten bleiben. Hier bei dem Ausbruchsszenario von der Deutschen Post
sollte heute definitiv die Post abgehen. Sonst muss man hier den Stopp oder sollte man den Stopp auch enger an den Markt ziehen, um das Risiko zu begrenzen. Das wären hier die neuen Setups. Hier in etwas ja von letzter Woche, Euro-Australischer Dollar, hat hier zwar ja das neue Hoch gemacht. Der Stopp konnte man, glaube ich, hier auf dieses Tief setzen. Der Ursprungsstopp hält noch. Aber hier war ich nicht mehr ja, so begeistert von dem Setup. Dann fiel es eben runter. Jetzt hat eben hier das Level, wurde jetzt wieder verteidigt. Ja, aber nichts im Prinzip Aussagekräftiges im Moment. Australischer Dollar, kanadischer Dollar, da gab es ja den bärischen Abprall mit der Umkehrkerze an dem Widerstandslevel. Die Short-Seite hier gespielt, dann die Long-Seite jetzt aktuell nichts Neues. Aber die Muster würden hier eher für Aufwärtskurse sprechen, obwohl es jetzt hier eine Art Doppeltop ist. Aber im nächsten Anlauf sollte dann hier das Währungspaar diesen Widerstand nehmen. Netflix hat man gestern schon besprochen, hier aus US-Dollar, japanischer Yen, exakt ja hier unten abgeprallt. In der Nacht gab es jetzt erstmal weitere Käufe. Nichts auf ja, Tagesbasis gerade handelbar. Der Nikkei hat sich hier wieder Richtung der Ausbruchsmarke aufgemacht, gab es leider nicht noch. Eben rund 200 Punkte oder 160 Punkte haben hier gefehlt zum Einstieg. Der Hang Seng ist jetzt ein bisschen schwach für die ganzen Vorgaben. Deswegen, wer jetzt hier investiert ist, sollte jetzt nicht unbedingt auf die ich jetzt hier ausgelegt habe, 200 Pips Marke spekulieren, sondern ja, hier Gewinne mitnehmen und eintüten. Dann kommen wir noch eben noch kurz zu der Apple-Aktie. Nachbörslich, was jetzt ich hier beobachtet habe, waren ja, Kurse bis 103,50 möglich. Also hier schauen die Anleger auch auf das Gap. Ist denkbar auch nachbörslich, aber das wird jetzt aus dem regulären Handel, wäre dann natürlich auch nur dann ein Gap-Close, ein richtiger Gap-Close möglich. Und der liegt halt hier ja, bei 103,70 rum. Aber wie schon gestern erwähnt, das hat jetzt hier im Prinzip ja super gepasst. Natürlich sehr spekulativ mit den Zahlen des zu handeln, wer das sich gewagt hat. Natürlich dann Glückwunsch und hat ja wirklich dann hier genau das abgearbeitet. Dieses Kursziel sollte eben heute drin sein. Und sonst allen vorsichtig sein um 20 Uhr und ja. Sonst sieht man sich nachher später oder morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Bis dann.